Hallihallo meine Lieben da draußen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Transport Fever. Ich grüße euch. So, jetzt gucken wir mal gerade. Jawohl. Okay, ihr rollt gerade los. Das ist so superst. Das finde ich herzallerliebst. So, da sind auch ein paar schon erneuert worden. Die transportieren gerade Stahl und der transportiert gerade Werkzeuge tatsächlich. Den finde ich mal ziemlich interessant mal zu verfolgen. Boah, 10 Millionen? What the Freundschaft? So, der transportiert gerade Werkzeuge, aber in die falsche Richtung. Der hat gerade in die falsche Richtung Werkzeuge unterwegs. Was? Moment. Müssen wir mal ganz kurz im Auge behalten, was der mit den Werkzeugen gerade vorhat. Ich denke mal, der wird die oben abliefern, damit die oben weiterverteilt werden können. Da ist hinten gerade auch nichts drauf. Boah, leck, 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 leck. Allgemein könnten wir mal ganz kurz auf dieser Route gucken, was die Fahrzeuge hier eigentlich machen. 23 Millionen, 35 Millionen, 109 Millionen! What? So nice, aber auch nur so nice, ey. So schön. Da könnte man eigentlich noch mal einen draufsetzen, weil die Linie ist meines Erachtens noch ein bisschen underpowered. Und da könnte generell mehr gehen. What? What? Okay, pass auf. Es sind drei hintereinander. Es sind drei Large-Dinger in dem Fall. Müssen wir mal ganz kurz den richtigen auch finden. Nope, dich will ich. Nochmal langsam. Metroliner 193. Aber der ist auch schon ziemlich lang. Express 170 pro Zug und das ist der Stadler, der war das. So. Und der geht jetzt auf die Linie Thalmühle-Gronau drauf. Erstens, um den Takt nochmal weiter zu ziehen und um hier nochmal ein bisschen mehr Ruhe reinzubringen. Weil hier stehen ja auch schon wieder so viele Leute rum. Und die will ich jetzt erstmal ein bisschen mit der neuen Linie, also beziehungsweise mit dem neuen Zug hier, will ich die nochmal ein bisschen mehr vereinzeln. Ja? Das heißt, er soll einfach mehr Leute nochmal transportieren. Und jetzt wartet hier halt hier einer, okay, damit kannst du jetzt mal leben mit, weil da kommen so viele Leute nochmal drauf. Und ihr schaut mal her, was das bringt. Alter. Jetzt fährt der nicht nur voll weg, sondern der nächste kann auch schon wieder fast so gut wie voll fahren. Ja, das wird jetzt nochmal so ein Ding. Jetzt gucken wir mal schnell. Thalmühle, Gronau, Zentrum. Können wir mal ganz schnell nochmal eine neue Güterlinie draufschmeißen. All Cargos. Jetzt gucken wir mal, der lädt gerade aus wie ein Wahnsinniger. Und lädt auch wieder ein. Und infolgedessen schaut das sogar ganz gut aus eigentlich. Es verirren sich sogar mal ein paar auf unsere Linie hier. Aber obwohl der jetzt hier steht und nicht wegfährt, kommt schon wieder der nächste. Also das ist jetzt halt, das ist jetzt schon ganz schön Panik. Eines Tages wird uns dieses Ding Millionen kosten im Monat. Ja, dann müssen wir wirklich mal im Bahnhof kurz abreisen oder sowas. So, hier die Regiolinie, die ist zum Glück jetzt wieder frei.
Hier steht noch einer. Also das wird jetzt ein bisschen dauern, bis die sich eingrooven. Aber wenn, meine Lieben. Ich glaube, dann wird das mega. So, was wir heute vorhaben, ist unsere Linie hier weiterzuführen, Richtung Rom. Und das ist als nächstes die kleine Dorfgemeinschaft in Lautenbach. Lautenbach ist ein nettes kleines Dörfchen, irgendwo im Nirgendwo, ja. Und kriegt Hochgeschwindigkeitsgleise, wie es, als gäbe es keinen Morgen mehr. Hat auch einen doppelten Anschluss, das finde ich auch sehr interessant. So, kriegt gleich nochmal so einen neuen Bahnhof. Einfach weil ich die Dinger saucool finde. Hätte ich viel früher anfangen müssen mit. Machen wir das mal so. Und so. So, erster Punkt sitzt, zweiter kommt hinterher. Gucken wir mal schnell. Was machst du da für ein Gewerch? Ah, das ist wieder diese Doppelgeschichte. Ja, von einem in den nächsten Reihen mag er immer nicht so. Im Prinzip ist das nicht nur dasselbe, sondern es schaut auch absolut identisch aus. Und wenn du es in Etappen baust, sollte es auch normalerweise gar kein Problem geben. Hier sagt er, die Steigung ist zu groß. Was aber völliger Blödsinn ist. Sondern ist einfach nur ein Straßenfehler. Ah, speichern. Okay. Speichern ist auch kein Thema. Machen wir alles. So. Und damit ist das Ding nämlich auch gleich angeschlossen. So. Und dann geht es nämlich direkt weiter. Dann schließen wir das Ding nämlich endlich dahin an, wo es eigentlich hin soll. Quasi den Bestimmungsweg werden wir jetzt abgehen. Auch hier ist wieder die Steigung zu groß, angeblich. Aber das kann uns ja nicht abschrecken, unsere Linie so zu bauen, wie wir sie denn gerne hätten. Mach langsam. Weil wir haben uns da ja schon einen Plan gemacht. Also halbwegs zumindest. Jetzt müssen wir bloß gucken. Die Linie fährt ohnehin hier drauf. Das heißt, wir werden diese Linie hier zuweisen. Und upgraden. Bau nicht möglich. Nicht möglich. So. Nur für später mal, dann können wir nämlich die andere Linie auch gleich aufbessern. So, jetzt kommt der große Teil, den wir hier noch machen müssen. Was heißt großer Teil? So groß ist das Ding gar nicht.
Das ist halt einfach nur nochmal ein besserer Anschluss. Okay, und jetzt machen wir ein Upgrade drauf. Ist auch alles klar, ist angeschlossen, okay. So. So, jetzt ist die ganze Stadt im Prinzip ausgebaut worden auf einen Schlag. Ja, kann man machen. Kann man aber auch lassen. Ich bin da jetzt, ihr kennt mich, ich mache das gerne so, weil ich das halt einfach sehr angenehm finde, wenn das eh schon so vorgebaut ist. Aber gut. Busfahrzeuge, Haltestellen, einfache Haltestellen. So. Dann hier hinten nochmal eine. Und zum Ortsausgang nochmal eine. So. Dann legen wir jetzt hier nochmal eine neue Linie hin. Und dann geht die hier lang. Geht hier lang. Und fährt wieder zurück. Moment. Das ist Lautenbach Tram 1. So. Okay. Schon haben wir das Problem gelöst. Jetzt kriegt Lautenbach Tram 1 natürlich auch noch Fahrzeuge. Und zwar schöne Fahrzeuge. Passt. Gut, kann so fahren. So, jetzt müssen wir natürlich hergehen und erstmal unsere S-Bahn-Linie hier nochmal anpassen. Die darf hier fahren, aber die kriegt hier auf jeden Fall noch einen Signalblock rein. Und die wird hier nochmal einen Signalblock reinbekommen. Ungefähr auf der Höhe. Und die wird hier nochmal einen Signalblock reinbekommen. Einfach, damit ich die Linie gleich direkt vorab habe. Okay, so, jetzt gucken wir mal schnell, wo ist die letzte Haltestelle? Die letzte Haltestelle war die 5. Dann gehen wir hier zu 6 weiter. Und danach werden wir Rom anfahren. Von Rom geht's wieder zurück. Haltestellen passen nicht zusammen. Was? Ah, die 6 war nicht die 6, sondern die 6 war eine falsche. Und jetzt? Könnte doch gehen, oder? Nach der 5. Kommt die 8 und nach der 8 kommt dann die 9. Und jetzt kommt nichts mehr, weil das irgendwie nicht funktioniert. Ah, die Oberleitung war es. Okay. Hängt das alles dran? Ja, hängt auch dran. Darf auch fahren. Jetzt gucken wir uns nur noch mal schnell die Jungs hier an, wie sie da stehen. Aber die haben natürlich jetzt einen Irrentakt. Das heißt, wir müssen von hier oben im Prinzip nochmal die Stadler draufjagen. Jetzt schauen wir mal, wo haben wir einen? Da haben wir einen. Das ist eine Einserstrecke, oder? Ne, Zweier. So, den kopieren wir gleich und weisen die alle zu der S-Bahn 1. So, meine Lieben, Marsch, Marsch! Nur keine Zeit verlieren. Haben wir nämlich einen 6-Minuten-Takt drauf. Die machen natürlich jetzt Minus, ist klar, ne? Jetzt kommen hier ein Haufen Fahrzeuge raus.
Und wir haben Rom im Prinzip jetzt gerade voll aufgebohrt, wo es eigentlich noch nichts aufzubohren gab. Ja, Rom ist zwar eine schöne Entwicklungsstadt, aber mehr halt auch nicht, im Augenblick zumindest. Warte mal kurz. Da ist ein Signal, okay. Muss ich nämlich ja kurz abwarten. Ich denke mal, da wird jetzt auch im Augenblick noch keiner fahren. Zumindest dauert das mit Sicherheit ein bisschen, bis die dann langkommen. Rom Krokau. Ich bin mal gespannt, wie lange es dauert, bis hier mehr Leute ankommen. Da werden wir wahrscheinlich drauf warten müssen. Ein bisschen zumindest. Hier stehen immer ein paar. Das Gute an der Sache ist, die haben hier eine direkte Flugzeuganbindung. Das heißt, viele von den kleinen Gemeinden hier oben werden mit Sicherheit auch schauen, dass sie versuchen, auf diese Hauptlinie draufzukommen. In der Hoffnung, dass sie dadurch natürlich dann auch wiederum besseren Anschluss kriegen. Und damit vielleicht auch diese Fluglinie hier wieder aufbohren. Die macht immerhin ein bisschen Plus. Könnte man vielleicht nochmal einen oder anderen Flieger draufsetzen. Mit 6 Minuten ist die ein bisschen hart an der Grenze. Auf die Luftteilmühle Rom. Können wir gleich die nächste, wie gesagt, draufpacken. Und hier immer noch keine Anbindung an die S-Bahn-Linie 1. Aber warten wir einfach mal. Theoretisch dürfte es nicht mehr lange dauern, bis der erste hier durchkommt. Wobei ich sehe jetzt auch gerade keinen. Das macht mich immer ein bisschen nervös. Hier fahren sie. Fahren alle. Okay, also müsste es nicht mehr lange dauern hier. So, gucken wir mal schnell. Ah, die haben 450. Also die Dinger sind natürlich mit 2. Da könnte man sogar 3 dranhängen. Also die S-Bahn ist richtig, richtig stark, wenn sie denn will. Also da müssen wir mal ein bisschen ein Auge drauf haben. Das kann richtig gut kommen. Weil hier stehen ja auch immer ganz, ganz viele Leute, die mitwollen. Und die Städte sind ja auch nicht klein, ne? Die sind ja auch riesengroß. Also könnte was gehen. Was auch gehen könnte, ist, dass hier natürlich jetzt in unserem Depot dann, quasi in dem Zentrum der Macht, Gronau selber, dass hier dadurch viel mehr Leute landen. Momentan noch gut gehalten durch die wirklich wunderbar funktionierende Gronau Tram 1. Die aber auch permanent was zu tun hat, muss man fairerweise sagen. Also hier, guck an, die fahren eigentlich von hier immer voll weg. Das ist eine gute Sache, das ist eine wirklich, wirklich gute Sache. Wie viel bringst du? Der TGW, der neue, der zieht nicht so. Entweder weil der Takt zu schlecht ist, was ich mir auch vorstellen könnte. 4-Minuten-Takt ist gar nicht mal so schlecht eigentlich. Aber ist von allen Linien im Prinzip die schlechteste. Ah, die fahren auch nicht voll weg. Also hier Gronau-Zentrum, schwierig. Mal kurz langsam machen. Was nimmst du mit? Gar nichts. Du hast wahrscheinlich irgendwas gebracht. Aber auch nicht so viel, wie mir scheint. Okay. Können wir gleich den nächsten angucken. Ah, Lebensmittel, okay. Alles klar, habe nichts gesagt. So, über den Schiffsweg wird hauptsächlich jetzt Schlacke transportiert, was mir sehr gut gefällt, weil das kann in aller Gemütlichkeit hier quasi herkommen. Aber auch hier wird schon langsam Schlacke angenommen. Das bedeutet, wir können diese Linie, die er hier fährt, auch im Plus momentan, aber die können wir so langsam uns überlegen, ob wir die dicht machen. Wobei die mit 30 Millionen natürlich durchaus sinnvoller fährt. Müssen wir halt, solange sie im Plus ist, tut sie nicht weh, verdient nur ein bisschen Geld, ist gar nicht mal so schlecht. So, back to Rome. Rome, 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 Rome. So, in Rom selber, S-Bahn-Linie, warten auch schon die ersten Leute. Also das scheint wohl zu funktionieren. Hier kommen auch schon die ersten Leute, der krebst so ein bisschen am Limit rum gerade. Vielleicht, wie gesagt, durch die S-Bahn-Linie, die jetzt hier aufgebaut wird, vielleicht klappt dadurch ein bisschen besserer Austausch. Wobei ich tatsächlich hier noch keinen einzigen Zug habe einfahren sehen. Wobei das ändert sich jetzt ganz spontan mit 408 Passagieren. Ich bin gespannt. Ich bin wirklich gespannt, was hier jetzt passiert, wenn 400 Leute quasi permanent oder gerade im Moment aussteigen.
wo die auch vor allen Dingen hinwollen. Und er geht wieder, er hat nicht so viel rausgelassen, aber immerhin, immerhin, hallo. Hey, hallo. Die wollen wohin? Zur Tram oder zum Flughafen? Das ist jetzt nämlich hier die große Frage. Wenn, dann müssten sie ja hier übersetzen. Wobei, das machen die hier ja auch nicht. Ah, ein paar wollen... Ah, der eine hat schon... Zwei wollen zum Flughafen. Das ist sehr gut. Wobei, der erwischt seinen Flieger heute nicht mehr. Aber lassen wir das mal. Lassen wir das mal ein bisschen laufen. Also ich hab echt die wahnsinnige Hoffnung, dass das richtig gut wird mit Rom. Mit der neuen Anbindung, glaube ich, könnte da richtig was gehen. Aber gucken wir mal. Wir bleiben gespannt. Hier kommt schon wieder der nächste Zug an. Also das wird jetzt auch ziemlich heftig am Bande gehen. Und es ist ja noch mega Luft nach oben. Also seien wir einfach mal gespannt, was hier passieren wird. Rom selber ist ja auch eine von den Städten hier in der Region, die Güteranbindung hat. Mittelmäßig und gut. Das heißt, hier in Rom selber, ich vermute auch mal, dass diese Anbindung jetzt, diese Arbeitsplatzfluktuation jetzt endlich mal in den Griff bekommt und die Stadt nach oben schießt. Meine Hoffnung wäre, dass Rom wirklich eskaliert. Können wir aber noch ein bisschen dauern. Flughafen ist da, S-Bahn-Anbindung ist da. Straßenbahnen sind sowieso da. Also, ganz ehrlich, besser... Güter sind da, klar. Besser könnte es gar nicht funktionieren in Rom. Durch den neuen Anschluss, ich glaube, würde diese Stadt ziemlich heftig wachsen. Aber das sehen wir dann in der nächsten, übernächsten und so weiter Folge. Bis dahin, habt eine tolle Zeit. Lasst euch gut gehen. Euer Zwerg. Auf ZwergTube. Ciao.